Und seid gegrüßt und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ein Video über die Restbestände von Silvester 2021. Draußen habe ich nochmal separat nochmal eine Kiste. Da sind halt nochmal Batterien drin und halt Krimskram wie Leuchtfeuerwerk und sogenannte Crackling Balls und noch andere Sachen. Das Video zeige ich euch mal separat. Heute geht es praktisch nur um erstmal um die Raketen und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Let's go! Wir fangen mal klein an. Und zwar von Funke. Die Pfeifrakete Kaliber B mit 3 Stufen Silberquäckern. So, dann hätten wir hier Goldfunken-Raketensortiment. Sind insgesamt 6 Raketen drin. 2x Dorado. 2x die Hydra und 2x Phoenix. Dann hätten wir hier noch die Silberraketen, sind insgesamt 13 Stück enthalten, sind halt gemischte Raketen mit Silberschweif Aufstieg. Auf jeden Fall schöne Sachen. Hier nochmal die Pfeifrakete Kaliber C. Sind insgesamt 6 Stück drin. Hier hätten wir 4x die Scream Rockets 2 von Funke. Silber, Kreisaufstieg zu lautstarken Titanblitzknall, jeweils 6 Stück pro Verpackung. Also haben wir insgesamt noch 24 Stück. So, hier hätten wir auch nochmal 4 Verpackungen. Und zwar von Funke Silber. Blitzraketen, Silberschweifaufstieg, so Silberfunken, Blitzknall, davon jeweils 4 Stück. Dann von Tropic die TR-01 Rockets, insgesamt 6 Stück enthalten. Wie die Effekte sind, weiß ich nicht, noch nicht getestet. Aber auf jeden Fall dies Jahr. So, hier haben wir nochmal die Scream Rockets 2. Da fehlt leider schon oben die Verpackung. Den hatten wir schon. Dann hier nochmal von Funke die 3 Stufen Driller Raketen. Raketen mit silbernen 3 Stufen, Pfeifausstieg und abschließenden Sternenbouquet. Wie sie sind, weiß ich auch nicht. Leider noch nicht getestet. Dann hier die Thunder Rockets von Jorge in den F3 Bereich. Wie sie sind, schwer zu sagen. Auf jeden Fall einen extrem lauten Knall, weil ich nur eine letztes Jahr getestet habe. Dann von hier noch mal die Sternschnuppen, ein Riesenteil von Lone Star, auch in den F3 Bereich, und zwar Titanium Goldpalm mit roten und blauen Sternen. Rotblinker mit Quäckling, weiße Blinker und
Buntes Quäckling mit Goldquäckling. Wie gesagt, in den großen F3-Bereich. 80 Gramm pro Rakete. Das ist schon ganz ordentlich. Wie sie sind, kann ich leider auch überhaupt nicht sagen. Ja, diesmal mal gespannt sein. Und die werden wir auf jeden Fall mal testen. Ja, wie gesagt, draußen noch die große Kiste mit Batterien, Leuchtfeuerwerk, Knallkörper und sogenannte Quäckling-Bolts. Das Video mache ich dann auch nochmal separat. Das wird dann etwas länger gehen. Das Video, das waren jetzt nochmal separat nur die Raketen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie mir. Und sehen uns auf jeden Fall in meinem neuen Video wieder. Dann würde ich sagen, also haut rein und bis dann.